zwischen 19 und 20 Uhr ist ein Schiff hier in die Friesenbrücke reingeknallt. Und vom Nachbarn habe ich nur gehört, dass es sehr laut war. Der Zug ist dann halt gesperrt. Und dann wird wahrscheinlich ein Schienenersatzverkehr laufen, Bus. Dass die Brücke richtig demoliert ist. Und dass es halt vorhin rausgezogen haben, das Schiff. Da sind ein paar Dellen, was man gesehen hat auf dem Bild, aber mehr nicht. Wir haben es rausgezogen und dann wird es nach Papenburg rüber repariert, damit es dann begutachtet wird.